Die EME-Antenne sieht traurig aus, weil der rauscharme Vorverstärker, der LNA, fehlt. Er ist kaputt. Wahrscheinlich fehlte in dem zweiten Stecker von unten an der Beko-Endstufe die Masseleitung, sodass Spannungsspitzen den LNA zerstören konnten. Hier ist das Corpus Delicti. Links wird der Transceiver oder die Endstufe angeschlossen, rechts die Antenne, in der Mitte über eine BNC-Leitung 12 Volt. Es muss ein abgeschirmtes Kabel sein und das Wichtigste, die Abschirmung muss unbedingt am Innenende auch mit Masse verbunden sein. Da wahrscheinlich Eingangstransistor defekt ist, sieht man unten schon einen ATF 54143. Das sind nicht nur, ist nicht nur einer, sondern sogar fünf. Da nehmen wir gleich einen und verarbeiten ihn. Hier haben wir schon mal das Gehäuse abmontiert. Man sieht die Innereien. Das sind zwei Koaxrelais. Zwei Koaxrelais. In der Mitte der rauscharme Vorverstärker. Der hat zwei SMA-Buchsen. Hier kann man noch mal besser lesen, wer ihn hergestellt hat. Das war I0JXX und der Verstärker hat eine Rauschzahl von 0, kleiner 0,4 dB. Nun schrauben wir den Deckel ab. Das Abmontieren des gesamten Verstärkers ersparen wir uns wegen Faulheit. Der kleine Kasten links oben, das ist die Eingangsspule. Rechts neben der Eingangsspule sieht man mit vier Anschlüssen den P-Hemd, der höchstwahrscheinlich defekt ist. Wir nehmen Entlötlitze, tränken diese Litze gut mit Flussmittel und entfernen das Lötzinn. Diesen Vorgang muss man ein- oder zweimal wiederholen, bis wirklich alles Lötzinn verschwunden ist. Dann löst sich der Transistor ganz von selber. Hier haben wir fünf gleichartige Artgenossen. Einen davon nehmen wir heraus und verarbeiten ihn. Am besten nimmt man keinen Lötzinn in Drahtform, sondern kleine Kleckse von einer Lötpaste. Das geht wesentlich besser. Und dann vorsichtig unter Zuhilfenahme einer starken Lupe den Transistor einlöten. Hier ist die Lötprozedur fertig und wir hoffen, dass alles funktioniert. Die Anschlüsse werden außen mit Silikonfett eingeschmiert, damit kein Wasser eindringen kann und Unheil anrichten kann. Nun wird der Verstärker wieder montiert. Er ist hinter dem Strahler montiert, damit er nicht stören kann. Und in der Mitte zwischen Strahler und Reflektor, damit die Störungen möglichst klein sind. Nun können wieder auch schwächste EME-Stationen aufgenommen werden.